Hallo, so was die Ka, der Uwe und Pons aus Thailand. Heute kochst du Mudam Pad Piking. Auf Deutsch? Currypaste mit Schweinechwat. Currypfanne mit Schweinefleisch, Brate, irgendwas so dann da, ne? Ja. Es wird also heute wird es scharf, es wird Curry kommt, ja. Was haben wir dabei? Wir haben hier das Stück Schweinefleisch von Samstag, von dem Schwarze Farm. Ja, das wir wissen gleich, nicht, ne? Schmeckt gut oder nicht. Wir probieren jetzt dann da. Ja. Also top aktuell wieder und alles schön im zeitlichen Ablauf korrekt. Guck mal an meine Finger. Das habe ich ja gar nicht zeigen. Das wird arbeiten fertig. Du ziehst aber heute Handschuhe an, gell? Ja. Ich bitte darum, das ist ja, das kann man ja nicht zeigen, Porn, das geht doch nicht. Überall hängt noch der Kleber dran hier vom Rohre zusammenstecken und kleben alles hier. Ja, wir haben noch ein paar Rohre noch ausgetauscht, aber das ist was anderes. Das gehört heute hier nicht herein. So, jetzt auf geht's. Bei der Ka. Guck mal da. Ich guck ja, warte mal. Ja, aber heute die Doktor. Die Frau Doktor, bitte. Nein. Ja. Frau Doktor, Professor. Die Uhr hat gesagt, meine Finger ganz schmutzig mit Kleber. Das geht arbeiten fertig. Ja, Finger noch voller Kleber auch. Wie peinlich. Yeah. So, jetzt pass auf, die Zutaten. Entschuldigung, ja, heute ich langsam machen. Die Abonnenten sagen, ja, vom Anfang bis Ende, ja. Warst du zu schnell letzte Mal? Nee, du musst zum Schneiden, Hähnchen oder Mu oder ach was so, ist das? Ja. Alles zeigen, ne? Ganz geht genau. Geht nicht, ne? Ja. Also, jetzt pass auf. Oder kann der Koffer essen mit Pompana aus? Da werden aber viele kommen, so, aber sind alle zu weit weg. Also, die Zutaten, jetzt pass auf. Wir fangen an mit Thai-Ingwer. Gachai. Ja. Basilikum. Richtig. Bei Gapau. Oder kann Jud in Deutschland auch so Basilikum. Ist auch Basilikum. Ja, nee, die hier Gapau. Achso, ja. Ja. Dann Kaffanlimetten. Kaffanlimettenblätter. Ja. Thai-Aubergine. Entschuldigung. Ja, bitteschön. Salz. Hier, Thai-Aubergine. Salz, okay. Dann. Aubergine. Wir haben ja noch mehr an Zutaten. Ja, warten. Also ich muss warten, warte. Ganz kurz warten hier, ja. Ich warte. Ja. Wir warten alles. Warum müssen wir nicht jetzt warten? Ruhig bleiben, Frau Doktor. Ist so rutschig mit der Handschuhe, oder? Ja, richtig. Ist so flutschig. So. Da fällt mir doch eine Aubergine aus der Hose. Jetzt, dann haben wir noch Currypaste. Wir haben noch diese süße Milch hier, diese süße, was man auch hier nimmt für Gebäck oder was dann da. Backen da oder auch hier für die leckeren Bananacake hier. Ja, ganz genau. Und tada! Das dürfte ein Schweinebraten sein. Ist das richtig? Ja. Wenn ihr aufgepasst habt, wenn ihr das Video vom Samstag jetzt gesehen habt, so gerade mit Schwarte dran, hier mit Schwarte. Mudam, nein. Ja, das ist wieder, also es ist kein Schweinebraten, ne? Nee, ist kein Schweinebraten. Aber ich kann nicht probieren, das hier. Ich glaube, hier so hart, Nur diese. Was ich aber noch jetzt sagen wollte, was unbedingt noch wichtig ist, dieses Stück, wer aufgepasst hat, am Samstag, genau das ist das Teil hier von der Farm, dann von den schwarzen Hasen, Schweine. Nicht ist ganz das, so viel Pferd, ne? Guck. Ist das auch dieses schwarze Schwein? Ja. Hat doch keine schwarze Haut, oder? Richtig schwarz ist der auch nicht, oder? Also, das, was ihr jetzt gesehen habt am Samstag, da kommen wir dann auch noch. Steht denn auch noch frisch, Frau Doktor? Ja. Hast du gerochen? Ja. Hast du die jetzt Geruchsprobe jetzt gemacht? Geht. Nein. Nein. Der ist frisch aus der Truhe da rausgekommen. Und das Thema war ja da auch noch von wegen hier mit dem Kaninchen. Aber da bleibt es dabei. Sie ruft uns dann an, wenn sie dann wieder schlachtet. Und dann holen wir da einen ganz frisch. Und der wird dann im Römertopf von dem Chefkoch dann zubereitet, ohne Handschuh.
Also, in mundgerechte Stücke schneiden. Mir läuft schon wieder der Schweiß durch. Ich bin wieder so warm und schwül. Du, ehrlich, du. Boah, das Wetter, ehrlich, du jetzt, ne? Jetzt hat es gerade geregnet. Echt, war es gerade schön jetzt geregnet. 10 Minuten. Ja. Und jetzt ist schwül, weil die Sonne kommt wieder drauf. Du, ey, boah, du Wahnsinn. Aber wir schweifen vom Thema ab. Vorne ist am Schneiden. Moment. Nochmal meinen Schweif blicken lassen. Mein Blick schweifen lassen. Wir haben also hier immer noch nichts an Regen rein. Das ist dermaßen. Oh, das ist ein Fischreiher. Hast du ihn gerade mitgesehen? Rechts im Bild war der drin. Ganz eben mal so drin. Brauner Fischreiher. Ja, ist halt so, ne? Immer ist etwas Schwund mit dabei. Also wenn hier mal so ein gut Fischreiher drin ist, dann da, der sich mal einen Fisch holt. Das muss man akzeptieren. Aber wie gesagt, ne, wir haben noch keinen großen Regen drin. Dann, ne? Aber es regnet jetzt, ne? Ab und an mal, ne? Kommt doch Regen. Schön, sag ich schön. Aber ich sagte, schwül, du, ey, boah. Siehst du, so kann man schön die Zeit überbrücken hier. Wenn sie am Schneiden ist, dann da. Dann wird es nicht so langweilig, ne? Ein bisschen Natur zeigen. Und den Fischreiher zeigen. Der kam gerade rein. Zufällig durchs Bild. Diese Ruhe kann ich essen mit mir, dann später ich kochen essen. Ja, dann erstmal selber die neue Speckschwarte hier. Ja. Kannst du auch nehmen, um hier so ein Waffeleisen einzufetten hier. Kann dann. Man machen, ja? Oh, ich schweife ab. Dann. Schneiden. Thai-Ingwer auch schneiden. Musst du viel schneiden? Dann gehe ich nochmal raus. Ja. Nein, das machen wir nicht. Wir machen ja hier. Kochstudio. Also schön klein schneiden. Richtig. Oder raspeln. So reiben. Nee, ne? Du willst schneiden, ja? Ja. Okay. Nicht polieren. Nicht polieren. Polieren oder pürieren? Polieren. So, heute polieren wir den Ingwer. Polierter Ingwer. Die Finger. Aufpassen, die Finger. Ja, ja, ja. Vor allem mit deinen Handschuhen hier, mit deinen nassen Spitzhandschuhen. Schön. Also immer noch schneiden. Wo kommen denn die Chilis her? Die waren eben aber noch nicht auf der Zutatenliste. Chili kam mir so zugeflogen hier, ne? Nur Show. Also mit Chili auch dabei. Ja. Kaffern-Limettenblätter klein machen. Gibt es auch in Deutschland, oder? Gibt aber Topfen. Ja, das spielt ja keine Rolle, oder? Das sind schon. Mhm. Sehr schön. Und? In den Wok damit. Ja, was? Speiseöl. Ist das Olivenöl? So, jetzt pass auf. Currypaste. Einmal scharf und einmal nicht scharf. Ja. Ihr nehmt am besten nicht scharf. Weil der hier ist sehr scharf. Ist das der vom Südthailand? Ja. Sehr scharf. Sehr mega scharf. Knallerscharf. Der original thailändische Dosenöffner. Genau. Gut, gut. Ja. Da sind wir tolerant. Ja. Ja. Ich spüre es in der Nase. Jungs, das ist scharfer Curry. So, da kommt also hier der kleine Schwarze. Nein. Wie weiß ich nicht, lecker auch nicht, ne? Wie hier, hart oder was ist das denn hier? Das werden wir testen. Ja. Das macht der Chef. Wussten Sie das schon? Ja. Das ist schön. Boah, ist das hart. Ich hab schon die aufgemacht.
abstechen. Schweinebraten in Curry. Geht, oder? Jetzt kommen noch die Aubergine zusammen. Haben wir nicht schon mal so was Ähnliches gemacht, mein Schatzi? Ja, mein Unterschied. Hier, Modam. Modam Papuhan, ja. Ja, ich meine, das hatten wir nämlich schon mal so was Ähnliches. Das war sogar lecker. Ja, ich muss richtig. Entschuldigen Sie. Natürlich, mein Schatz. Natürlich. Na. Nicht immer, nicht immer da, nicht immer. Also manchmal muss ich da sagen, gibt dann auch keine Punkte, da muss ich, dann schieb ich. Pfeffer! Jawohl, mein Schatz, Pfeffer. Pfeffer ist gut, ja. Und Pilzsoße dick. Wo bleibt der Sponsor? Sponsor. So, Pilzsoße dünn. Nein. Oh, heute nicht. Ja. Ihr habt geglückt. Doch, das hatten wir schon mal gehabt. Ja. Alle Mo. Wieder schwitzt du auch. Warm, oder? Ja. Ich laufe auch hier oben ohne, unten nix. Mit Handtuch um die Schultern. Ist klar, ne? Um die Schultern. Ja, ich hab gesagt, es zieht in die Nase rein. Aber das ist schön scharf mit dem Curry, ehrlich du. Das ist nee, nicht scharf. Nein, nicht scharf. Bisschen scharf, nicht viel scharf. So, jetzt, pass auf, die leckere, süße Milchsahnesoße. Für lecker. Ach, heute kommt kein Zucker rein. Na gut, wenn du das rein machst, der hat dann natürlich auch noch wieder Kalorien drin da und noch süß und lecker. Kalorien, die hat auch mein Mann dünn geworden. Da brauchst du keine Angst haben. Da brauchst du keine Angst haben, dass ich dünn werde. Mein Schatz. Guck mal. Ich guck ja. Menü. Ach hier, jetzt kommt noch der Ingwer. Und ein wenig Chili. Für den Geschmack. Was haben wir noch? Basilikum und die Kaffernlimettenblätter. Oh, jetzt kommt ein bisschen Farbe rein hier. Basilikum, aber nur die Blätter. Ohne Stängel? Ohne. Oh, du bist aber heute. Ja, das ist schön. Man muss ja an alles denken, ne? So, sieht schon lecker aus. Mixi, mixi. Fettig. Wahnsinn! Schon fettig! Ja. Yeah. Okay, probieren. Boah, das sieht ja wieder lecker aus. Wo ist denn eigentlich hier die Herzform für den Reis geblieben, mein Schatz? Schon verloren. Wie verloren? Ist sie abgehauen oder was? Ja, hat Pfoten. Hat Füße bekommen und ist weg? Ja, ja. Ah, müssen wir unbedingt wieder haben, eine mit Herzform hier. Oh. Sehr lecker. Sieht schon mal sehr lecker aus. So muss es heißen. Probieren. Jungs, gerade aus der Küche. Wir haben hier im Essbereich hier 34 Grad. Luftfeuchtigkeit von jenseits von Gut und Böse. Also ich werde heute ein wenig in Schweiß geraten. Aber das nur mal nebenbei. Wir werden jetzt hier mal testen. So, jetzt pass mal auf. Harte Fleisch. Hier. Harte Fleisch. Ganz harte Fleisch. Gut. Warum ist der Hase nicht so? So. Kannst du nichts für, ist klar, ne? Das ist das Stück Fleisch dann, ne? Wenn du das jetzt nimmst in Schweinefilet, dann ist wieder anders, ne? Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr sehen. Oh, scharf. Oh, mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli.
sprechen wir ab. Von Sauni. Ich sag mal, hart an der Grenze. Curry ist klar. Curry, ne? Mhm. Curry, verdammt viel scharf. Und Margarine schön knackig. Ja. Mhm. Nicht schön rumblick. Die sind schön knackig. Und wir nehmen ein wenig die Schärfe. Aber nur ein wenig die Schärfe. Ein wenig. Also, also hart an der Grenze, Jungs. Mhm. Mhm. Also, ich würde mal heute sagen, 7 Punkte. Von der Schärfe geht's gerade ebenso. Ne? Aber von dem Stück Fleisch, also das bin ich nicht so zufrieden. Probier doch mal. Warte mal, komm her. Mal probieren, ich ein Stück hier rausgegeben. Komm her. Komm her. Probieren. So heiß. Sag ich doch. Nicht im Laden kochen, ne? Schade, ich müsste es den länger jetzt kochen da und ein bisschen länger machen dann. Aber der ist vom Rücken halt. Ne? Na gut, also ich würde sagen, das war's für heute. Immer dann denken, deinen Like, kommentieren, abonnieren. Ich muss einen Schluck nehmen. Du. Von der Schärfe heute wirklich hart an der Grenze zum Essbaren. Und das Fleisch wieder ein bisschen zu hart dann. Hart und trocken. Punktabzug. Ja, ich war noch gnädig mit 7 Punkten heute. Das war's für heute und tschüssle, ciao. Pak like, share, subscribe, and tschüss.